die türkischen Konflikte wollen wir nicht in Deutschland haben. Wir haben heute sehr lange in der Fraktion, in der Sitzung darüber diskutiert, wie gehen wir damit um, dass Herr Erdogan uns als Nazis beschimpft, ganz geschichtsvergessen, dass er der Kanzlerin vorwirft, sie sei eine Terrorhelferin. Das ist bodenlos, geschichtslos, unverschämt und irgendwo hat die Diplomatie auch ihre Grenzen. Ein Kollege sagte, wenn der Klügere immer nachgibt, regieren irgendwann nur noch die Dummen unsere Welt. Das ist sicherlich pauschal gesagt, aber es steckt ein Stückchen Weisheit dahinter. Denn wir erleben, dass gerade innerhalb den türkischen Gemeinden, bei den türkischstämmigen Konflikte aufbrechen auf unserem Boden. Gerade die liberalen türkischstämmigen trauen sich nicht, haben Angst zu sagen, was sie von dem Referendum halten, dass sie zum Beispiel mit Nein stimmen wollen. Und da sagen wir auf unserem Boden, wollen wir friedlich zusammenleben, aber auch das aufrechterhalten, was unsere Demokratie ausmacht. Respekt für den mutigen Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat verdeutlicht, dass das Saarland nicht zur Verfügung steht für antidemokratische Propagandawahlkämpfe von Herrn Erdogan. Und so eine Klarheit wünschen wir uns auch für Rheinland-Pfalz. Wir sind offen, aber wir sind nicht naiv und deshalb klare Ansage, Herr Erdogan ist nicht willkommen, wenn er die Demokratie abbauen möchte.